Moin Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum Qualifying in China mit dem Virus. Ja, hallo, hallo, grüße euch, servus, grüße dich zum Qualifying, jawohl. So, jetzt sind wir erstmal hier nochmal. Mein Gott. Mit roten Reifen auf Qualifying, Alter, bei euch brennt doch die Luft, ey. Das kann doch nur scheiße. Ach Mann, ey. Ja, Strecke ist gerade ziemlich leer, jede Menge Platz, alles klar. Ach so, da war schon die Scheißlinie. Oh, ist jetzt die Frage, lieber doch oder lieber nicht? Ach komm, wir probieren's. Oh, der Stroll, der Struller ist aber ganz schön langsam, ey. 2-1 Risiko. Stricki, stracki, strulli. Haha, ich gepulli. Boah. Man merkt schon, dass diese Karre nicht so viel fährt wie der Ferrari. Also, die müssen mal ganz schön für ihre was machen, Alter. Sonst schneiden die immer als Letzte ab. Wollen die das denn, ey? Force India ist in der laufenden Saison eigentlich gut gewesen. Da bin ich der Glückspilz jetzt zum Force India. Entweder das oder der Pechpilz, eins von beiden. Auf der langen Geraden jetzt schon mal das Fett höher gestellt. Komm einfach noch nicht in das Rhythmus rein. Mit diesen ganzen langsamen Kurven, die so lang gezogen sind, das ist einfach Katastrophe. Runde für den Arsch, jawohl, man kennt diese Scheiße. Ja, das ist diese Kurve, wo du auf einmal dann ausgedehnt links und dann musst du rechts abbiegen. Also hier ja, diese Start, weißt du? Die ist ganz schlimm, diese Schneckenkurve, nenne ich sie mal. Ja, Schneckenkurve, okay. Guter Begriff. Ich habe noch kein Wort dafür gefunden. Hat mich jetzt gerade natürlich ganz schön. Komm rum. Da komme ich nämlich jetzt auch gerade rein. Ihr habt mich gerade rausgeschmissen, ey. Vor allem, weil du da auch nicht richtig beschleunigen kannst, das ist das Problem. Ach Mann, jetzt mal auf Steuerkreuz. Jedes Mal das scheiß Steuerkreuz. Das scheiß Ding setzt mich immer unten auf Flügel reparieren, ey. Ich weiß nicht, was das für ein Bullshit ist, ey. Finger da unten weglassen. Ja. Ich muss das Gemisch runterstellen. Der Stand ist sehr niedrig. Dein Tank ist fast leer. Boxenstopp. Okay, wir können nicht diese Runde rein. Ja, ich fahr jetzt erstmal rein. Die Zeit kriege ich jetzt sowieso. Ich bin erst 15, aber ich fahr gleich nochmal raus. Aber mit dem Sprit komme ich dann halt noch nicht mehr sonst wohin. 1,76 oder soll ich's wagen? Ach komm. Von nichts kommt nichts. Oh, jetzt hauen sie sich die guten Zeiten da vorne um die Ohren. Oh, what? Platz 5? Bei dem Dreher, den ich hatte? So, jetzt wird's interessant. Holla, die Waldfee. Aber gut. Boxenstopp. Also viel Vorsprung vor Bottas hatte ich jetzt aber nicht, doch. Das ist mit so einem Auto schon irgendwie ein Krampf. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Berksen Step. Ja.
Ich hoffe, dass ich mit dem Benzin noch durch die Dings komme. Ah, komm rum, Mann! Diese scheiß langgedehnte Kackuhr. Hoffentlich schaffe ich das mit dem scheiß Benzin noch ins Ziel, ey. Ich weiß ja nicht, wie viel du noch hast. Ich bin auf der ganz langen Geraden gerade und hab noch 50. Ja, 60. Reicht doch. Das müsste reichen. Das wird wieder eine Kurve ohne Benzin. Komm schon, jawohl! So, reicht doch. So. Stell mal jetzt mal schon auf Mager. So, fahren wir in die Box. Für uns reicht das so. Ja. Was hattest du? 1,38? Ja. Ja, guck. War jetzt keine perfekte Runde, ach, aber dafür reicht's. Ja, jetzt eine ganze Runde. Aber das war es jetzt wert. Das muss man jetzt leben. Das wird jetzt Traum von Istanbul. Kennst du diese Runde schon? Entschuldigung, Alonso. Grosjean. Okay, komm, Grosjean, ich gönn's dir. Den Hamilton abdrängen soll. Leute, oh, macht mal hin, ich will gucken. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Ach, guck mal, alle in der Box. In 10 Minuten ist Regen, Daniel. Hat Jeff mir gerade gesagt. Nee. Oh, guck mal, wie viel ich noch vor mir habe. Die lange gerade, dann noch. Oh Mann. Ich brauche aber zum Glück nicht bremsen. Perfekte Kurve. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Oh ja, kann ich schon mal ankündigen. Hör mal, gibt's hier einen Autopiloten? Mit 81 km/h. Ja, genau, mit DRS. Das bringt mir auch echt viel. Der Lewis ist gerade raus. Dann wollen wir noch mal gucken. Ach, brauche ich ja nicht. Ja, ich habe bei dieser Strecke das Patent noch nicht ganz gefunden mit den Kurven bei dem Auto. Mit dem Ferrari ging das um einiges besser. Ich denke mal, er musste genauso fahren wie mit dem Ferrari auch. Ja, besser sogar noch, weil der Toro Rosso nicht so gut durch die Kurven kommt und nicht so schnell ist. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Ja, langsam füllt sich die Strecke wieder. Also wenn ich die 180-Grad-Kurve genauso gut kriegen würde wie die, das wäre geil. Guck mal, jetzt fahren die raus. Mein Teamkollege ist gerade rausgefahren. Ach, Ferrari fährt. Nee, das... Doch, nein. Ferrari, nee. Red Bull, Silberfall sind gerade rausgefahren. Ui, ui, ui. Ferrari ist auch gerade rausgefahren. Der Vettel ist auch raus. Oh je. Warum fällt denn das immer so spät ein? Ja, die fahren alle gerade raus, sehe ich gerade. Eieiei, gut. Oh, mein Teamkollege ist auch raus, muss ich mal dem kurz zugucken. Ey, wir haben fertig, reicht. Naja, wenn das alles so bleibt, wie es so ist, dann ist super. Dann mache ich mir darüber keine Gedanken.
So. Gut, mein Teamkollege hat freie Bahn, sehr schön. Auch wenn es wahrscheinlich ihm nicht viel bringen wird. Oh, hinter ihm ist ein Ferrari. Oh, der Ferrari kommt näher. Oder ist das ein... Perez hat sich auf 10. Platz 10 hat er sich gezimmert. Das ist doch mal nicht schlecht. Ja, guck. Ja, ich meine, wäre ein Ferrari. Streckenabschnitt 1, wenn man das sagen kann, S1 25389. Also da habe ich die meiste Zeit rausgeholt. Ja, ist ein Ferrari. Krasses Pferd. Raikkonen Platz 2. Raikkonen Platz 2 kommt gar nicht hin, hör mal. Nee, 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 das ist in der Gesamtwertung, Kollege. Okay. Du musst immer da unten gucken. Platzierung ist insgesamt. Du musst bei Live-Infos gucken. Das ist aktuell. Sergio Perez fährt gerade. Der ist, glaube ich, gerade rausgefahren. Genau, das ist jetzt seine zählende Runde. Da bin ich jetzt mal gespannt, ey. Ob der sich doch ein wenig verbessert, der Gutste. Teamkollege. Hey, okay. Perez, 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 oh, der Ferrari hinter dem quert aber auch am Arsch, du. Ei, ei, ei. Das müsste Raikön sein mit der 7, meine ich. Was tue ich mich jetzt? Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1. Oh, da war es zu Ende. Ja. Es hat noch für den zweiten Platz locker gereicht. Perez hat sich auf 9. Schön. Quert 13. Ja, macht nix. Direkt Sebastian Vettel hinter mir und dann die beiden Finnen. Guck an, wo ist denn Hamilton gelandet? Sechsten. Yo, Tatsache. So. Unten keine Überraschung? Nö. Aber meine lieben Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns dann beim Rennen. Macht's gut. Ciao. Ciao mit V.